Hallo, mein Name ist Martin Wilmking. Ich bin Professor für Landschaftsökologie an der Universität Greifswald und Projektsprecher für DIGIT. DIGIT, werden Sie sich fragen, was bedeutet das denn schon wieder? Naja, es ist ein Projekt, in dem es darum geht, die natürliche Komplexität, also die ganzen ökologischen Dinge, die wir da draußen sehen, mit digitalen Mitteln besser erfahrbar zu machen. Digitalisierung ist ja ein Schlagwort, das wir überall und immer wieder hören. Und wir in den ökologischen Wissenschaften wollen diese Möglichkeiten dieser neuen Forschung auch nutzen. Und zwar geht es darum, dass wir ja viele wirklich drängende gesellschaftliche Fragen haben, wie zum Beispiel die Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, also Artenverlust. Und alle diese Fragen kann man oder müssen wir als Ökologen ja irgendwie beantworten. Was uns immer wieder viele Probleme macht, sind unglaubliche Datenmengen. Zum Beispiel ganz viele Fotos von irgendwelchen Fallen oder ganz viele Informationen, die wir aus unseren Analysegeräten bekommen. Und wir sitzen dann da und stundenlang und müssen immer wieder und immer wieder diese Bilder hauptsächlich digitalisieren. Und in diesem Projekt setzen wir zum ersten Mal an und bringen Expertise zusammen, die aus der Bioinformatik kommt, aus der künstlichen Intelligenz, also dem Machine Learning und dann den ökologischen Anwendern. Die ökologischen Anwender sitzen hauptsächlich hier an der Universität Greifswald und dann haben wir noch Projektpartner in Rostock, das Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung. Das sind die Experten für, sagen wir mal, künstliche Intelligenz oder genauer gesagt Machine Learning. Und mit diesen Machine Learning Techniken attackieren wir sozusagen unsere ökologischen Probleme. Wir haben zum Beispiel ganz viele Bilddaten von irgendwelchen Wurzelwachstumszeitreihen. Wir haben Bilddaten von Holzbohrkernen, indem wir in die Vergangenheit gucken in den Bäumen. Wir haben Bilddaten von Fledermausfallen als beispielhafte Tiere, die naturschutzfachlich besonders relevant sind und besonders wichtig sind. Oder wir gucken in die Vergangenheit mit ganz vielen Pollen und der Rekonstruktion von vergangenen Dingen in der Landschaftsgeschichte. Und diese Massen an Bilddaten müssen irgendwie besser aufbereitet werden. Und diese Aufbereitung ist am einfachsten, indem wir das zusammenbringen mit dem Machine Learning oder der künstlichen Intelligenz. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Entwickler. Das sind die Rostocker und hier in Greifswald die Biomathematik und auf der anderen Seite die Anwender. Und Sie werden Möglichkeiten haben, etwas über unser Projekt zu erfahren, indem Sie sich weiter durchklicken und im Endeffekt verschiedene Beispiele sehen von unserem DIGIT-Projekt, in dem es darum geht, die natürliche Komplexität mit Hilfe der neuen Methoden besser erfahrbar zu machen.